Robert Kovarik, Gipsation als Therapie der Anorgasmie. Kapitel 11.1. Die Vorbereitung. Bei Frauen der Gruppen A und D ist es nötig, ihre Einstellung zur Masturbation vorab zu korrigieren, am besten mit Hinweis auf folgende Vorteile solcher Therapie. Erstens. Die Lösung des Problems der sexuellen Abstinenz ohne Gefahr von außerehelichen Beziehungen und Komplikationen. Mit den richtig gewählten sexuellen Fantasien wird die partnerschaftliche Beziehung verfestigt und stabilisiert. Zweitens. Die Möglichkeit der absoluten, bewussten Kontrolle des Ablaufs der sexuellen Stimulation. Das betrifft sowohl die Frequenz des sexuellen Aktes als auch die Art der sexuellen Reizung. Drittens. Die absolute Intimität. Es entfallen interpersonelle Hindernisse, die geheim gehaltenen Wünsche und die individuellen sexuellen Bedürfnisse voll auszuleben. Viertens. Es bietet sich die Möglichkeit einer tiefen introspektiven Analyse der eigenen Reaktionen. Dies ermöglicht, später den Verlauf der eigenen sexuellen Erregung bewusst zu kontrollieren und zu lenken. Fünftens. Mit der richtig gewählten Stimulation ist es leicht, sowohl die klitoridale als auch die vaginale Reaktivität zu verbessern. Sechstens. Eine sexuell unbefriedigte Frau, die nicht masturbiert, ist der Gnade des jeweiligen sexuellen Partners ausgeliefert. Sie begibt sich somit in die nicht immer vorteilhafte Abhängigkeit von ihm. Die Kontrolle der eigenen Sexualität ermöglicht jeder Frau dagegen eine absolute Selbstständigkeit und Eigenständigkeit bezüglich der eigenen sexuellen Befriedigung. Siebtens. Später wird es möglich sein, die Synchronisation der Orgasmen mit dem Partner beim Geschlechtsverkehr oder einer anderen sexuellen Tätigkeit zu erreichen. Achtens. Sollte ein Koitus mit dem Orgasmus des männlichen Partners ohne Befriedigung der Frau vorzeitig enden, wie so oft geschieht, so hilft die neu erworbene Selbstbefriedigungsfähigkeit der Frau, ihre sexuelle Satisfaktion nachträglich und konfliktfrei zu erreichen.